Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Extra-Magazins. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins, ein Fachmagazin zum Thema ETF. Nach dem großen Erfolg, das wir mit der Videoreihe hatten, mit Dr. Gerd Kommer, habe ich mir heute einen weiteren Gast eingeladen, nämlich Herrn Thomas Meyer zu Drewer, der das ETF-Geschäft von ComStage leitet, dem ETF-Anbieter der Commerzbank. Und mit ihm möchte ich heute über Grundlagen zum Thema ETFs sprechen, möchte ihn nach ein paar Tipps fragen, die man als ETF-Anleger beim Einsatz von ETFs berücksichtigen sollte und dann über die Fertiglösungen, die ComStage Vermögensstrategie. Herr Meyer zu Drewer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Herr Jordan. Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja heute einiges vorgenommen. Als ich mich ein bisschen informiert hatte, Sie sind ja, wenn man das so sagen darf, so ein Urgestein dieser ETF-Industrie. Schauen noch gar nicht so alt aus. Ja. Das ist noch netter, dass Sie das sagen. Ja, gerne. Nein, aber Sie haben ja deswegen Urgestein, weil Sie früher bei der Hypovereinsbank, es war so, glaube ich, damals noch die Hypo-Bank, meine ich, die InExchange gegründet hatte. Und InExchange war der erste ETF-Anbieter hier in Deutschland, da waren Sie Vorstandsmitglied. Sind dann bei Luxor Geschäftsführer gewesen und haben dort das Geschäft in Deutschland verantwortet und jetzt bei ComStage. Also man kann sagen, Sie sind definitiv ein Experte und langjähriger Wegbegleiter von ETFs. Vielleicht mal zurückgeschaut, wie sind Sie denn damals eigentlich zu dem Thema gekommen? Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie ist die Hypovereinsbank da dazu gekommen, ETFs plötzlich aufzubauen? In meinem Vorleben hatte ich viel mit quantitativen Anlagestrategien zu tun und dazu gehörten auch passive Indexfonds. Und Indexfonds waren damals die Vorstufe im Grunde genommen zu ETFs. Mhm. Denn wenn Sie gestatten, würde ich noch einen Schritt weiter zurückgehen wollen, nämlich in die USA, wo das ja herkommt, wo Exchange-Traded Funds oder auf Neudeutsch börsengehandelte Investmentfonds herkommen. Dort hat das Ganze begonnen, offiziell im Jahr 1993, ist also jetzt 25 Jahre her. Und irgendwann kam das natürlich auch hier nach Europa. Und das ging etwa 98 los, da war ich zum ersten Mal mit beschäftigt. Und dann, wie Sie gerade schon angesprochen haben, im Jahr 2000 ging das dann hier in Europa los. Tatsächlich am 11. April 2000, als die ersten beiden ETFs auf Xetra bei der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet wurden. Das war auf dem DAX und auf dem Euro Stoxx 50, nehme ich an. Sind heute auch mit die größten ETFs. Bei dem Euro Stoxx 50 bin ich mir nicht ganz sicher, aber beim DAX ETF auf jeden Fall. Das ursprüngliche Produkt ist einer der größten ETFs. Hatten Sie damals so ein bisschen auch die Erwartungen gehabt oder welche Vorstellungen hatten Sie denn da? Hat man da gesagt, jetzt fangen wir mal an und gucken mal und heute werden in Europa knapp 500 Milliarden Dollar in ETFs investiert. War das damals schon absehbar? Es war immer bei solchen Dingen, die man tut, es war Neugier, es war Spannung, es war auch eine gewisse Vorsicht. Und zwar damals schon klar, dass das zunächst schwierig wird. Denn der Markt war natürlich damals überwiegend von aktiv gemanagten, aktiv verwalteten Fonds getrieben. Mhm. Es gab daneben noch Indexfonds, die sehr stark auch in Vermögensverwaltung in zunehmendem Maße eingesetzt wurden. Aber wenn man die Erfolgszahlen heute sieht, wir dürften Ende Mai etwa bei 650, 660 Milliarden Euro hier in Europa sein, in rund 1500 ETFs, dann ist das natürlich ein sehr langer Weg, übrigens ein dynamischerer Weg, als er damals in den USA war. Und die Dynamik, wie wir selbst feststellen, wandert jetzt weiter nach Asien, wo das noch dynamischer ist. Nein, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, das konnte man sicherlich nicht erwarten, die Zahlen. Viele Hochrechnungen gab es und das hat sich sehr erfreulich entwickelt. Und man muss sagen, heute sind ETFs aus vielen Portfolios nicht mehr wegzudenken. Die InExchange gibt es ja so nicht mehr, ist dann von BlackRock bzw. iShares gekauft worden. Da ärgert sich wahrscheinlich die Hypovereinsbank heute drüber, weil sie damals als, wie soll ich mal sagen, Vorreiter aktiv war und dann aber sich irgendwann mal von dem Geschäft verabschiedet hat. Gut, das können Sie jetzt nicht kommentieren, aber könnte ich mir vorstellen. Was sind denn aus Ihrer Sicht, wenn man nochmal jetzt in das ETF-Thema einsteigt, denn die wesentlichen Vorteile eigentlich von ETFs? Also so wirklich auf den Punkt gebracht, was
ist die zentrale Botschaft, die wir Zuschauern jetzt senden können. Wenn Sie mir da nur 10 Sekunden Zeit zu geben würden, würde ich Ihnen das in einem Schaubild zeigen. Sie haben ETF, börsengehandelter Investmentfonds. Mhm. Es gibt viele Anglizismen in der Finanzwelt. Börsengehandelter Investmentfonds ist die beste Übersetzung. Und damit wird schon 2 Sachen beschrieben, nämlich, dass Sie auf der einen Seite einen Investmentfonds haben, der traditionelle, den viele der Zuschauer kennen. Und Sie haben auf der anderen Seite die Handelbarkeit. Das heißt, den großen Vorteil, dass Sie einen Fonds jederzeit handeln können, aber darüber hinaus, dass dieser Fonds auch jederzeit gepreist wird. Mhm. Das sind praktisch die beiden Hauptvorteile: Investmentfonds, Sondervermögen und Handelbarkeit. Wie bei einer Aktie im Prinzip. Also ich habe an der Börse ständig festgestellte Kurse, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie die Kurse da eigentlich entstehen. Gut, jetzt sind ETFs natürlich auch sehr günstig, weil man immer einen Index abbildet. Mhm. Was damals, als sozusagen die ersten ETFs entstanden sind, wie war da so die Erwartung? Hat man sich da vorstellen können, dass man wirklich 0,1% für einen ETF oder weniger teilweise noch Gebühren berechnet? Oder war das? Also es gab, zunächst waren die Produkte etwas teurer. Das ist dadurch zu erklären, dass Sie natürlich, wenn Sie mit so einem Geschäft anfangen, Pionier sind, dann haben Sie natürlich sehr hohe Kosten, was zum Beispiel finanzielle Bildung, auf Neudeutsch Financial Education, anbetrifft. Mhm. Das Einführen im Markt. Da lernen Sie auch viel und manche dessen, was Sie lernen, ist dann auch teuer. Es hat dann sehr schnell auch eine Bewegung nach unten gegeben und in der letzten Zeit, das lesen die Zuschauer, die Zuseher überall, ist doch ein starker Ruck durchgegangen, durch die Industrie gegangen und es kommt zu weiteren Preissenkungen. Preissenkungen und wenn wir von ETF sprechen, ist das natürlich die Verwaltungsgebühr. Mhm. Das ist auch kein Wunder, denn wie funktioniert und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem aktiven Manager und einem rein passiven Manager? Mhm. Beim aktiven Manager natürlich ist klar, man analysiert Märkte, man hat viele Analysten, die sich damit beschäftigen. Wenn wir ein Beispiel nehmen würden wie Südamerika, da müssen Sie vielleicht die Leute sogar vor Ort schicken. Sie haben also auch sehr hohen Personalaufwand. Umgekehrt ist es dann beim passiven Anbieter, der einem Index folgt. Dort kommt es darauf an, dass Sie mit möglichst wenig Personal möglichst hohe Volumina verwalten. Mhm. Und weil Sie dieses ganze Research nicht haben, weil Sie keine Einzeltitel-Research betreiben, weil Sie überhaupt auch andere Dinge nicht tun, können Sie natürlich preisgünstiger sein. Insofern, das, was sich momentan tut, hat auch damit zu tun, dass der ETF-Markt, und Herr Jordan, Sie haben das am Anfang beschrieben, stark gewachsen ist und natürlich die Preisvorteile daraus auch an die Kunden weitergegeben werden, wie wir das gerade letztlich mit 2 währungsgesicherten ETFs gemacht haben. Wir haben einfach die Preisvorteile dann an den Kunden zum Wohl des Kunden weitergegeben. Aber es gibt auch eigentlich so eine zweigleisige Entwicklung. Einerseits werden die sogenannten Core-ETFs werden immer billiger, also die, sagen wir mal, standardisierten und bekannten Indizes. Wie DAX, S&P 500. Genau, werden günstiger. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Entwicklung, die Produkte werden etwas komplexer. Können wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, auf das Thema Smart Beta. Und da sind die Gebühren aber natürlich nochmal deutlich höher mit 0,3, 0,4%. Ja, Sie haben auch höheren Aufwand. Ich muss auch klar sagen, Sie haben es eben beschrieben, wenn wir es nun mal auf Deutschland konzentrieren, ist einer der DAX-ETFs der größte ETF hier in Deutschland. Das heißt, wird von der gleichen Anzahl Mitarbeiter verwaltet, die aber wesentlich größere Volumina natürlich verwalten und deshalb können sie dort preisgünstiger sein. Wenn Sie dann in Spezialsegmente übergehen, Sie haben gerade Smart Beta genannt, also Strategien, die von der Marktkapitalisierungsstrategie abweichen, dann haben Sie einfach höhere Kosten, weil Sie auch mit weniger Nachfrage rechnen und damit natürlich, das muss man auch mal ganz deutlich sagen, eine Lanze brechen, das natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Frage ist. Und da werden Sie im Zweifel höhere Kosten sehen, weil auch der Aufwand in aller Regel höher ist, aber auch die Break-Evens wesentlich höher sind aufgrund der Kostensituation des Aufwandes, den Sie betreiben. Und eine zentrale Rolle überhaupt bei dem ETF-Geschäft spielt ja auch mit der Index-Anbieter. Und da gibt es Bekannte wie MSCI oder auch die Deutsche Börse, die den DAX berechnet, aber auch eine Tochter, glaube ich, davon, den Euro Stoxx 50. Und wie kann man sich das dann vorstellen als ETF-Anbieter? Sucht man sich dann mal dann in der Produktpalette der Index-Anbieter ein paar Indizes raus und sagt dann, darauf mache ich jetzt einen ETF? Oder wie entsteht eigentlich ein ETF?
Also ich kann natürlich jetzt nur für uns sprechen. Bei uns entstehen ETFs und wir werden später ja noch auf unsere Vermögensstrategie-ETFs eingehen, die eigentlich das beste Beispiel sind. Entstehen so, dass es Kundennachfrage gibt. Ja, die gibt es aus allen Richtungen, schriftlich, mündlich, im Gespräch, auf Veranstaltungen. Und wir versuchen natürlich, diese vielen Ideen zu destillieren und dann zu schauen, was ist eine Idee, die sich dann auch bei einer breiten Masse von Anlegern durchsetzen könnte. Und dann schauen wir natürlich, und jetzt unter TIMIS, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt die sogenannten Core-ETFs oder Basis-ETFs. Und dann schauen wir natürlich, welcher Index kommt in Frage, welcher Index kann nachgebildet werden. Denn es ist nicht nur damit getan, nach dem Index zu gucken, es kommen noch einige andere Dinge, auf die wir vielleicht später nochmal kommen, nämlich die Frage, was möchte der Kunde? Möchte er eher ausschüttend haben? Möchte er eher wiederanlegend haben? Möchte er voll replizierend haben oder andere Abbildungsmethoden? Können Sie überhaupt in gewissen Ländern investieren? Das sind alles solche Fragen, die hinzukommen. Und dann findet sich in aller Regel ein Index oder es wird auch ein neuer Index generiert. Denn man darf eins nicht vergessen, was ist in den letzten Jahren, und jetzt gehen wir mal die 18 Jahre, bald 20 Jahre zurück, wo ETFs hier in Europa entstanden sind. Einer der sehr renommierten Kollegen im Markt hat das mal beschrieben als das Supermarktmodell. Und das ist, finde ich, ist auch eine gute Beschreibung. Und wenn man sich einen Supermarkt vorstellt, dann hat er viele Regale mit vielen Produkten. Und da gibt es Produkte, die sind mal en vogue, wie das so schön heißt, werden nachgefragt, dann mal wieder nicht nachgefragt, weil ja auch die Finanzindustrie etwas Dynamisches ist. Anlagevorlieben, Anlageinteressen verändern sich. Wir sehen das zurzeit beispielsweise. Auch mit dem Markt, logischerweise. Ja. Mit dem Markt, aber eben auch Regionen. Das sieht man ja zurzeit sehr stark. Asien hat in den letzten Jahren, auch was den Fokus deutscher Anleger anbetrifft, eine größere Bedeutung bekommen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Und so wandelt sich das. Dann kommen neue Themen, Sie haben Smart Beta gesprochen, kommen neue Themen hinzu. Wir sind in einem Niedrigzinsumfeld. Die Jagd nach Rendite hat dazu geführt, dass Sie plötzlich ETFs haben, die in dem High-Yield-Bereich eine Rolle spielen, beziehungsweise versuchen, dort zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. Und wenn Sie dann sich dieses Supermarktregal vorstellen, diesen Supermarkt vorstellen, dann gibt es eben Produkte, die gefragt sind, die weniger gefragt sind. Und wenn Produkte sehr wenig gefragt sind, dann muss man sich natürlich auch irgendwann die Frage stellen, ob sie noch Existenzberechtigung haben. Vor allem, wenn sie gar nicht mehr nachgefragt sind. Ja? Insofern ist das ein sehr dynamischer Prozess. Das von außen scheint es immer so, da gibt es eine Anzahl von ETFs und das wird ja gerne mit Zertifikaten verglichen. Es gibt relativ wenig ETFs gemessen an den Zertifikaten, aber auch dieser Bereich der ETFs ist ein dynamischer Bereich. Was ich damit natürlich nicht sagen will, ist, dass es irgendwann keinen DAX mehr geben wird. Die nationalen Indizes insbesondere spielen in jedem Land eine Rolle. Und wenn wir gerade über den DAX gesprochen haben und gehen nach Großbritannien, da haben wir dann den FTSE 100. In unserem schönen Nachbarland Frankreich ist es der CAC 40 oder CAC 40. In Italien ist es der MIB. Also da gibt es diese lokalen und die USA darf man nicht vergessen. Wenn man abends Tagesthemen, Tagesschau schaut oder heute Journal, dann wird man immer den Dow Jones finden, genauso wie man für Japan den Nikkei 225 findet. Und diese wird es natürlich immer geben. In welchen Ländern sind Sie denn eigentlich alles aktiv? Mit Ihren Produkten? Wir sind in Gesamteuropa aktiv, in einigen Ländern auch mit eigenem Personal und zusätzlich in Asien. Und das ist dann immer die gleiche WKN, das gleiche Produkt, was da gekauft wird? Oder werden da nochmal eigene Tranchen dann angeboten? Ja, das hängt ein klein wenig. Es sind im Grunde genommen immer die gleichen Produkte. Dort, wo es regulatorisch erforderlich ist, haben wir natürlich Anpassungen. Weil die Frage stellt sich dann schon, und das kriegen wir von unseren Lesern auch immer wieder gestellt, ab wann ist denn ein ETF eigentlich kostendeckend? Sie haben es ja schon so ein bisschen begründet, dass es auch oft um den Gesamtsupermarkt geht, immer nur in den Supermarkt, wo immer nur die Produkte drinstehen, die gerade gefragt sind, ist schwierig. Ja? Also man hat immer eine gewisse Palette, aber können Sie so über den Daumen sagen, vielleicht als Anregung oder Tipp, ab der und der Fondsgröße braucht der Anleger vielleicht keine Angst haben, dass der mal geschlossen wird, ein ETF? Ja, was so eigentlich gar nicht auch schlimm ist, aber... Eigentlich tue ich das immer ungern, weil es auch davon abhängt, wie die Gesamtproduktpalette eines Anbieters aussieht. Ich beantworte die Frage aber trotzdem gleich, aber um auch mal dem Zuschauer ein typisches Beispiel zu geben. Es gibt eine Strategie, die nennt sich Rotationssektor oder Branchenrotationsstrategie. Die
Die sieht also im einfachsten Fall so aus, dass man zyklische Werte immer wieder mal gegen defensive Werte je nach Markteinschätzung austauscht. Und deshalb ist es nur natürlich, dass Branchen-ETFs mal größer und mal kleiner sind. Da ist natürlich irgendeine Hausnummer eher fehl am Platz, weil zwei Tage später sie diese Erkenntnis schon wieder ad acta legen können. Man kann etwa sagen, dass eine grobe Daumenregel zwischen 5 und 10 Millionen. Das hängt ein bisschen vom Thema ab. Natürlich ein DAX-ETF, der nur 5 Millionen groß ist, ist sicherlich klein. Aber wie gesagt, ein ETF auf einen ganz speziellen Sektor mit 5 bis 10 Millionen ist dann durchaus schon ausreichend, weil eben ständig hin und her allokiert wird. Aber wenn Sie jetzt ein neues Produkt rausbringen und Sie von Ihren Kundeninteressen da verschiedene Nachfrage spüren und dann das Produkt daraufhin bringen, dann ist die Erwartung ja nicht 10 Millionen, sondern da... Nein, die haben wir sowieso nicht. Genau. Also was uns anbetrifft ist, wir geben jedem Produkt zwischen 3 und 5 Jahren als Entwicklungsmöglichkeit, weil das muss man einfach, weil viele Anleger beobachten. Das ist dann auch mal überall, wenn wir jetzt noch mal, genau, Köpfen ist, sage ich mal, ja. Wenn wir nochmal differenzieren im Markt zwischen institutionellen Anlegern und Privatanlegern, da muss man sagen, dass natürlich vor allen Dingen institutionelle Anleger grundsätzlich eine gewisse Historie haben wollen, auch wenn es passive Produkte sind. Ja? Die sind im Bereich der aktiven Produkte in aller Regel zwischen 3 und 5 Jahren. Das ist aber auch ein Maßstab, der sehr oft bei passiven Produkten angelegt wird. Und insofern geben wir natürlich ausreichend Zeit jedem Produkt, was wir neu auflegen. Und dass ein Produkt bereits bei Auflage hunderte von Millionen drin hat, die Fälle sind ganz, ganz selten. Mir würde ad hoc gar keiner einfallen, sondern es entwickelt sich natürlich mit der Zeit. Wenn wir bei dem Thema Volumen und Gebühren sind, dann vielleicht auch mal die Frage, was glauben Sie denn, was braucht denn ein ETF-Anbieter eigentlich, um dann profitabel zu arbeiten? Weil da hängt ja dann doch eine ganze Menge dran, Personal, aber auch die ganze Administration, die Fonds müssen ja irgendwie verwaltet werden, obwohl sie passiv sind, aber da ist ja trotzdem Verbuchungen und so weiter möglich. Gibt es da eine Orientierung? Also das wird ja immer wieder versucht, diese Frage kommt sehr oft. Diese Frage kann man aber auch nicht so eindeutig beantworten, weil es auch immer davon abhängt, in welchem Umfeld ein ETF-Anbieter agiert. Ist er irgendwo eingebunden? Ja? Wo werden die Produkte genau genutzt? Es wäre theoretisch denkbar, dass jemand mit nur 2 Produkten antritt und dann eben 2 Kunden hat, 3 Kunden, 4 Kunden haben, die 2 Produkte nutzen, dann wird das vollkommen ausreichen. Also ein reiner Nischenanbieter. Mhm. Es gibt, wenn Sie hier in Europa gucken, rund 46 ETF-Anbieter. Da gibt es ein paar große, so die Top 10, Top 15, die 95% des Marktes ausmachen. Mhm. Aber dann gibt es auch viele interessante Nischenanbieter, die spezielle Strategien anbieten. Und dann hängt es natürlich wiederum davon ab, mit welchem Aufwand das betrieben werden kann, ob ich vielleicht auf andere Ressourcen zurückgreife. Deshalb, und ich will der Frage nicht ausweichen, aber diese Frage kann man im Grunde genommen genauso wenig beantworten, wie die Frage, wie groß muss ein ETF sein? Aus unserer eigenen Erfahrung, wir haben ein Short-Produkt auf den Bund Future. Lange Zeit war dieses Produkt nicht erfolgreich, als die Zinsen nämlich noch wesentlich höher waren. Im Sinne von Fondsvolumen oder im Sinne von Wertentwicklung? Fondsvolumen. Ja, Wertentwicklung auch, das ist ein guter Punkt, denn wenn die Zinsen entsprechend fallen, dann ist das natürlich für ein Short-Produkt von Nachteil. Aber jetzt hat das ja seit ein Jahr Zeit und ich würde sagen, etwa seit 3 Jahren ist ja permanent erwartet, ist die Erwartung im Markt, dass Zinsen steigen werden. Jetzt ist dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so bewusst, wie der Zusammenhang ist. Wenn Zinsen steigen, fallen die Kurse der zugrunde liegenden Wertpapiere. Am einfachsten kann man das erklären an der 10-jährigen Bundesanleihe. Wenn die heute bei 3% stehen würde und der Kurs 100 wäre und dann fällt der Zins auf 1%, dann wird entsprechend der Kurs steigen und natürlich umgekehrt. Ja? So, und Short-Produkte können dazu dienen, von dieser negativen Bewegung zu profitieren. Und deshalb sind diese Produkte natürlich gefragt und deshalb habe ich das Beispiel auch genommen. Plötzlich, vor etwa 3 Jahren, ist die Nachfrage unheimlich stark angestiegen, weil Zinssteigerungen in allen Erwartungen waren und sich Anleger, institutionelle Anleger entsprechend positioniert haben. Wenn man jetzt mal
jenseits des Atlantiks guckt, dann haben wir festgestellt, dass im vergangenen Monat, nämlich im April, zum ersten Mal, wenn auch nur kurzzeitig, die entsprechende Treasury Bond, der 10-Jahre Treasury Bond, über 3% gegangen ist. 3,026% war zwar nur kurzzeitig, aber zeigt einfach, dass die Zinsen steigen und die Wertpapierkurse entsprechend fallen. Deshalb haben wir auch entsprechende Nachfrage, ein weiteres Beispiel, nach Short-Produkten, weil wir dies anbieten. Und insofern kann es manchmal lange dauern, bevor ein gutes Produkt wirklich wächst. Ja. Was sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat, ist, dass ETFs eben nicht nur von institutionellen Anlegern gekauft werden, sondern auch immer mehr Privatanleger, wahrscheinlich die auch jetzt eben zuschauen, sich mit dem Thema ETFs näher beschäftigen. Was ist da Ihre Wahrnehmung so gewesen in den letzten Jahren? Also zunächst einmal geht der Dank natürlich an Sie, Herr Jordan. Regelmäßig, das kann man sich ja auf Ihrer Seite anschauen, veröffentlichen Sie Zahlen dazu. Und damit gibt es natürlich etwas Greifbares. Mhm. Und was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, ist doch schon ein deutliches Anwachsen in zwei Bereichen. Zum einen die Sparpläne. Mhm. Ja, Sparpläne als ein gutes Einstiegsvehikel, um langfristig Vermögen aufzubauen. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass mehr und mehr Privatanleger, Selbstentscheider, auf Neudeutsch der Self-Director, sich Informationen beispielsweise auf ihrer Plattform zunutze machen, um dann selbstständig Entscheidungen zu treffen, Anlageentscheidungen zu treffen und dafür ETFs zu nutzen. Denn da spielt jetzt wieder einer der Vorteile der ETFs eine große Rolle, dass sie ETFs permanent handeln können und damit auf Marktveränderungen schnell reagieren können. Das haben wir insbesondere sehr erfreulich gesehen am Anfang des Jahres 2018. Als die Volatilität stark gestiegen ist, haben wir wahrgenommen, und das konnte man an ihren Zahlen ja auch ablesen, dass Privatanleger doch diese Rücksetzer genutzt haben, um sich neu zu positionieren, um einzusteigen. Und das war noch ein zusätzlicher Beweis, dass ETFs bei Retail-Investoren, bei Privatinvestoren mehr und mehr ankommen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck. Und auch da nochmal danke an Sie für diese Gelegenheit heute, um eben noch mehr Anleger, potenzielle Anleger darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Denn gestatten Sie mir noch ein weiteres Wort dazu. Ja. Man fragt sich ja manchmal, soll ich wirklich raus an den bösen Kapitalmarkt gehen, um mal so ein geflügeltes Wort aufzugreifen. Ich meine, wenn Sie sich heute anschauen und heute 1.000 Euro zu investieren hätten und nehmen heute die Sätze, die Sie bekommen für ein Sparbuch, die sind, da gibt es Statistiken drüber, die man auch bei Ihnen auf der Plattform findet, da bekommen Sie 0,01%. Ja. Ein Basispunkt. Da muss man sagen, kommt nicht viel bei raus, da bleibt aus 1.000. Jetzt lassen wir mal Inflation und Steuern noch weg. Mhm. Das heißt, ich muss etwas wählen, was rentierlicher ist. Festgeld, selbst Festgeld, Durchschnitt ist etwa bei 0,65% zurzeit, ist auch schon schwierig. Das heißt, man muss sich doch überwinden und zumindest zum Teil doch mal auf Produktivkapital ausweichen, auf Risikoassets, und das sind Aktien. Mhm. Wohlgemerkt, kommen wir gleich noch drauf, breit gestreut. Ja. Aber was wäre denn dabei rausgekommen? Wir haben uns einfach mal die Zahlen angeguckt, der DAX, wir sind hier in Deutschland. Vergleichbare Zahlen gibt es natürlich auch für andere Indizes. Und wenn Sie bis zum Jahr 1959 zurückgehen, soweit können Sie mit dem DAX zurückgehen. Es wird mancher sagen, dieses Jahr wird der DAX doch 30 Jahre alt. Ja, also das ist ja noch viel länger. Es gibt Verknüpfungen mit dem Börsenzeitungsindex, sodass man wirklich bis in Oktober 1959 zurückgehen kann. Mhm. Dann hat der DAX sich über diesen langen Zeitraum etwa um 6,1-6,2% pro Jahr einschließlich Dividenden entwickelt. Wenn man das auf das Jahr 87 geht, wo der DAX auf 1.000 gesetzt worden ist, nämlich am 31.12.1987. Eingeführt wurde er dann am 1. Juli 1988, weshalb dieses Jahr 30 Jahre DAX gefeiert wird. Dann haben Sie eine Wertentwicklung von rund 8,6-8,7%. Das ist natürlich auch vor Steuern, vor Inflation. Aber das zeigt einfach, selbst schon durch eine kleine Beimischung kann ich ein langfristiges Ziel erreichen. Ja. Gestatten Sie mir, noch eine Zahl zu nennen, die auch neulich bei Ihnen zu lesen war. Es hat verschiedene Umfragen gegeben und entspricht auch unserer Erfahrung, was denn Anleger, die man befragt, glauben, im Markt zu erzielen ist. Da gibt es die eine oder andere Antwort, die nicht ganz so zutreffend ist, aber langfristig erwarten doch viele zwischen 3,5 und 4%.
Und das ist so etwa Marktkonsens. Aber um diese 3,5 bis 4% langfristig zu erreichen, brauche ich einen Mix sicherlich aus sichereren Anlagen, beispielsweise Bond-ETFs oder auch direkt festverzinslichen Wertpapier oder einem Festgeld und eben Risikoassets, die eben Aktien sind, um überhaupt darauf zu kommen. Denn es gilt nach wie vor ein Zusammenhang. Höhere Rendite an Kapitalmärkten erfordert immer eine höhere Risikotragfähigkeit. Aber wenn ich das ja entsprechend mische, dann brauche ich ja bei 8%, sagen wir mal, im Schnitt Ertrag, brauche ich ja gar nicht so eine hohe Aktienquote eigentlich. Also Aktie heißt ja nicht, ich nehme mein ganzes Geld und investiere in Aktien und werde jetzt reich, sondern es geht eher darum, sinnvoll ein Portfolio zusammenzustellen mit möglichst wenig Risiko und dann die Rendite etwas zu hebeln. Ja, das ist die hohe Kunst natürlich und das ist das, was wir ja auch heute besprechen wollen, wie man das am besten macht. Und Sie haben gerade ein Stichwort geliefert, auf das ich natürlich gleich anspringen muss, Herr Jordan. Das ist einfach nicht nur die Aktie. Wenn ich nur eine Aktie habe, bin ich sowohl dem Risiko der einen Aktie ausgesetzt, als eben auch dem Risiko des Marktes, dem systematischen und dem unsystematischen Risiko. Wenn ich eine zweite hinzufüge, die nicht aus der gleichen Branche ist, dann kann das schon besser aussehen. Wenn ich noch viel mehr hinzufüge, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut durch die Stürme komme, die nun hin und wieder mal an den Kapitalmärkten herrschen, sehr hoch. Mhm. Und deshalb ist breite Streuung möglichst ohne einen allzu hohen Heimatbezug, Home Bias, sicherlich die Strategie, die zu den Besten gehört und die man auch nur jedem empfehlen kann, der langfristig ein Vermögen aufbauen will. Ja, richtig. Und wir schauen uns das im dritten Teil unseres Interviews auch ganz intensiv nochmal an, wie man das da machen kann. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, möchte ich den ersten Teil erstmal beenden. Vielen Dank für die Zeit. Wir schauen uns im nächsten Teil an, nochmal ganz konkrete Tipps, wenn Sie sich für ETFs entscheiden, die Sie berücksichtigen sollten bei der Auswahl eines ETFs. Also der zweite Teil ist vor allen Dingen geeignet für Selbstentscheider, die hier nochmal die eine oder andere Anregung haben möchten, wie man ETFs richtig einsetzt. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, bis später.